Hallo ihr Lieben, heute geht es wieder um die Frage, warum immer ich und wie kann ich mein Schicksal mit Hilfe der großen Arkane erkennen? Ich habe da schon einen Teil 1 dazu gedreht, heute ist der Teil 2. Falls ihr Teil 1 nicht gesehen habt, ganz kurze Zusammenfassung. Ich bin Susanne Matzkat-Bader, ich gebe Kipperkartenkurse, ich gebe Tarotkartenkurse, ich mache auch sehr viel Lebensberatung mit Hilfe der Karten. Und im ersten Teil, da haben wir uns also auseinandergesetzt mit so Schattenthemen, mit so verdrängten Themen wie Elternbild, also Mutter, Vater, Bild, das nicht geklärt ist. Wir haben über Entscheidungsschwäche gesprochen, wir haben über karmische Zusammenhänge gesprochen und heute im zweiten Teil, da fangen wir mal an, mit der Karte, die das Schattenthema überhaupt an sich in der großen Arkana anzeigt, nämlich die Karte der Teufel. Okay. Über den Teufel habe ich schon mal ein eigenes Video gedreht. Ich möchte aber jetzt heute noch mal ein bisschen näher drauf eingehen, vor allen Dingen, wenn der eben dem Zusammenhang kommt. Hilfe, ich habe ein Problem und ich komme da überhaupt nicht raus. Und warum passiert mir das immer? Also so eine Frage könnte zum Beispiel heißen, warum habe ich immer so komische Partner, die mich betrügen, die mich vielleicht schlagen, die vielleicht alkoholsüchtig sind? Oder warum habe ich immer kein Geld? Oder warum habe ich immer so Pech am Arbeitsplatz? Ja, also diese Fragen, die wahrscheinlich fast jeder kennt, den kann man mit Hilfe der großen Arkane auf den Grund gehen. Ihr macht das also so, ihr legt die 22 Karten aus, verdeckt und zieht eine auf diese Frage, warum immer ich. So, und wenn jetzt also dieser Teufel kommt, ja, und ich habe schon gesagt, dieser Teufel ist sozusagen der Überaspekt aller Schattenthemen in der großen Arkana. Also die anderen Themen, das sind sozusagen Unterthemen des Teufels, ja. Und was heißt denn überhaupt Schattenthema? Okay, also unter Schattenthema, da versteht man das, was uns sozusagen nicht bewusst ist. Also stell dir vor, du hast das so in dir, so einen Kellerraum, so einen ganz dunklen Kellerraum und da gehst du nie rein. Ja, und da sind aber sozusagen versteckt die Ursprünge deiner Probleme, ja, deine tiefsten Ängste, die Sachen, wo du dich am meisten dafür schämst, wo du dich am meisten dafür schuldig fühlst, ja. Und diese Sachen, die machen sich immer wieder mal bemerkbar im Leben. Du weißt von ihnen, offiziell nicht, also Verstand her weiß gar nicht, um was geht's eigentlich, ja. Wie kann das passieren, dass mir immer das oder das passiert? Und in Wirklichkeit läuft da unten so ein Programm mit, also dieses Schattenprogramm, nennen wir es mal so, ja. Und das erkennst du praktisch im Leben daran, was dir im Leben widerfährt. Das heißt also, machen wir mal ein ganz praktisches Beispiel. Angenommen, wir bleiben jetzt mal beim Thema. Ich habe einen alkoholsüchtigen Partner. Warum passiert mir das immer? Das hatte ich schon mal und irgendwie, das ist ganz blöd. Und wie sollte das weitergehen? Ja? Dann ist es so, dass die meisten Leute nicht wissen, dass sie was ausstrahlen, was andere anzieht. Also ich habe dann eine Ausstrahlung, dass überhaupt ein alkoholsüchtiger Partner zu mir kommt. Ihr könnt da auch, egal welches andere Problem, auch dafür ansetzen. Es muss jetzt nicht die Alkoholsucht sein. Ich erkläre es jetzt nur an diesem Beispiel. Okay? So, und jetzt müsstest du dich eigentlich fragen, okay, woher kenne ich dieses Muster? Ja? Habe ich da vielleicht schon in meiner Kindheit das erlebt? Hatte ich vielleicht einen alkoholkranken ein alkoholkrankes Elternteil, ja, dem ich helfen musste, wo ich dachte als Kind, ich muss es beschützen und ich habe es nicht geschafft und jetzt mache ich sie nun mal weiter, ja, und ich habe das Gefühl, ich muss den Partner retten, nur ich kann ihm helfen, ja, und dann hat man so eine Art Helfersyndrom und sagt, ja, ich mache das doch als alles ganz arg gut und ganz arg richtig und man denkt immer, also wenn ich dem ganz lang helfe, dann erwacht er endlich und dann wird er endlich gesund und dann leben wir endlich die wahre Liebe. In Wirklichkeit, wenn man aber ganz genau auf dieses Thema drauf schaut, dann haben wir zwei Verstrickungen. Und diese Verstrickung 1 ist, du bist verstrickt mit diesem Helfersyndrom. Ja, du bist emotional abhängig davon, dass du dem anderen helfen kannst. Das gibt dir irgendwie ein gutes Gefühl, eine Daseinsberechtigung. Vielleicht verwechselst du das auch als mit Liebe emotionale Abhängigkeit. Und der andere ist einfach abhängig von der Substanz, also zum Beispiel Alkohol. Also zwei Abhängige miteinander. Und ich sage euch gleich, das wird sich nicht lösen. Das kann sich nicht lösen dadurch, dass ich jammer oder dass ich immer das Gleiche weitermache. Sondern da muss man dann also tatsächlich den Schatten anschauen. Und wie macht man das, den Schatten anschauen? Also gehen wir nochmal vor dem Kellerraum aus, der ist ganz dunkel. Ja, und da hocken da diese ganzen, sagen wir mal, Dämonen da unten. Und
da muss man irgendwie Licht reinbringen. Und wie bringt man Licht rein? Licht bringt man rein durch Bewusstheit. Also indem ich mir bewusst bin, ich gucke mir jetzt dieses Thema an und ich mache da jetzt ein Licht an und gucke da in den Kellerraum rein. Manche Leute glauben nämlich, sie könnten sowas wegmeditieren. Also die schauen sich nie den Schatten an und meinen, ach, sie sind so lichtvoll und sie meditieren so viel. Nein, mit Meditieren gehst du es auch nicht hin oder mit Weglaufen oder mit Wegträumen, sondern einfach anschauen. Wenn du tatsächlich von dem Teufel sozusagen da also eine Resonanz kriegst mit dieser Karte, dann heißt das, dass dein Thema richtig dicke ist. Ja? Also da geht es dann wirklich um schlimme Verstrickungen, es geht um Abhängigkeiten, es geht viel um das Thema ohnmächtig sein, sich, was weiß ich, in irgendeiner Weise missbraucht zu fühlen. Ja? Und hier braucht es unheimlich viel Zeit, da rauszukommen. Und was ich da auf jeden Fall jedem raten würde, bitte nehmt Hilfe in Anspruch. Es gibt so viel Hilfe, ja. Hilfe gibt es zum Beispiel, es gibt ganz viele kostenlose Beratungshilfe-Hotlines. Egal, ob du jetzt psychisch oder physisch missbraucht worden bist, kannst du anrufen. Du kannst in Selbsthilfegruppen gehen. Du kannst dir einen guten Coach suchen. Du kannst zum Psychologen gehen. Aber bitte tu was. Die Verstrickung, die löst sich nicht einfach auf, indem du immer das Gleiche tust, was du vorher getan hast. Kommen wir gleich zur nächsten Karte, die hat nämlich ein ähnliches Thema, der Gehängte. Über den habe ich auch schon mal einen Film gemacht. Ich verlinke die ganzen Filme oder die ganzen Videos dann unten in die Kommentare. Und bei diesem Gehängten, da ist die Vorgeschichte ein bisschen anders. Da hast du also entweder ganz, 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 ganz viele gemacht und die Situation hat sich überhaupt nicht verändert. Ja? Das sind also die Menschen, die dann sozusagen ins Burnout rennen. Die haben sich ganz arg angestrengt, überanstrengt, sind total erschöpft und wissen gar nicht, was sie eigentlich falsch gemacht haben. Oder du hast eine Situation, wo du sagst, ja, ich habe doch gar nichts gemacht und trotzdem ist es so und so. Also schlimm. Die Situation verändert sich nicht. Die Situation ist so, dass du wirklich, wirklich in der absoluten Sackgasse bist und überhaupt nicht mehr rauskommst. Ja? Dazu möchte ich was sagen. Es ist weder gut, sich zu überanstrengen, ja, noch ist es gut zu sagen, ja, ich mache doch gar nichts. Wenn ich sage, ich mache doch gar nichts, dann bist du ungefähr wie ein Kind. Das sagt so, guck mal, man sieht mich gar nicht mehr. Also das glaubt, wenn es die Hände vor die Augen tut, dann wird es nicht mehr gesehen. Ein Problem geht nicht davon weg, wenn ich die Hände vorne hin tue und sage, ich tue einfach gar nichts. Wenn ich nichts mache, dann mache ich auch nichts falsch. Nein, das stimmt nicht. Wenn du eine negative Situation ganz lang tolerierst, ja, dann wird die nicht besser, sondern die wird sogar schlimmer, weil was machst du? Nehmen wir mal ein Beispiel. Nehmen wir mal das Beispiel, du bist in einer Dreiecksbeziehung. Ja, das höre ich ganz oft in meiner Beratungspraxis. Ich bin ja auch Beziehungscoach. Ja, mein Mann hat eine Geliebte oder meine Frau hat einen Geliebten oder ich bin die Geliebte und ist alles so blöd und ich will es nicht. Also ich rede von unfreiwilligen Dreiecksbeziehungen. Ja, das ist also egal, ob du jetzt der Mann, die Frau oder die Geliebte bist. Okay, das ist ein Dreieck und das ist oft sehr stabil. Und solange da alle drei nichts ändern, bleibt dieses Dreieck. Okay? Wenn ich aber dieses Dreieck verändern möchte, dann muss ich einen Preis bezahlen. Der Preis heißt halt, okay, vielleicht verliere ich meinen Partner oder meine Partnerin. Ja, das ist ein Preis. Aber wenn du den Preis nicht bezahlst, was machst du dann? Dann verlängerst du eigentlich nur die Situation in dem Dreieck, also diese gehängten Situation. Also, wenn du die Karte der Gehängte hast, steht dir natürlich völlig frei, ob du da jetzt irgendwie bewusst, es geht wieder ums Bewusstsein, ja, um dieses Licht hineinbringen in die ganze Geschichte, ob du das machen willst oder nicht. Es gibt sehr, sehr, sehr viele Menschen, die bleiben eigentlich auch ganz gerne in der Opferhaltung, die jammern halt, naja, bis an ihr Lebensende dürfen sie auch, ist kein Problem, ja, aber ich kann euch wirklich versichern, es gibt immer Möglichkeiten, aus dem Gehängten rauszukommen, ja. Meistens ist es so, war vorher schon sehr lang die Situation, dass sie überhaupt zum Gehängten geführt hat. Und dann dauert es logischerweise auch relativ lang, bis man wieder aus dem Gehängten rauskommt. Aber dahinterher bist du frei von diesen komischen, ja, sind eigentlich auch Verstrickungen, ja, aber diese Verstrickung hat dich dann sozusagen in die absolute, in den absoluten Stillstand gebracht. Und damit du wieder durchatmen kannst und dich bewegen kannst und leben kannst, ja, musst du tatsächlich was verändern. Du musst irgendwie was umdrehen in deinem Leben. Und umdrehen kannst du zum Beispiel immer als allererstes deine innere Einstellung. Also, dass du nicht mehr sagst, ich jammer jetzt rum, ich die Arme, sondern ich gucke mir jetzt das Thema an. Ich gucke es mir jetzt an und ich bin
notfalls auch bereit, einen Preis zu zahlen. Und das kann ich euch gleich sagen, wenn du aus dem Gehängten wieder raus willst, musst du immer einen Preis bezahlen. Das ist nicht schlimm, das ist einfach Weiterentwicklung. Du entwickelst dich dann weiter, weil du aus einer negativen Situation in eine bessere gekommen bist. Gut, dann haben wir noch eine Karte, die auch sehr, sehr häufig kommt bei dieser Geschichte. Warum immer ich? Die Karte der Mond. Der Mond, habe ich auch schon ein Video drüber gedreht, da geht es eigentlich um das Thema Angst. Okay? Also Ängste, das ist, würde ich mal sagen, was zutiefst Menschliches. Ich glaube nicht, dass es irgendeinen Menschen auf dieser Erde gibt, der noch nie Angst hatte. Es ist aber immer eine Frage, wie weit gebe ich meiner Angst Raum? Also wie viel Platz lasse ich ihr? Okay? Und wisst ihr, es gibt zu der Angst gibt's zwei gute Sprüche, finde ich. Erstens heißt Angst ist ein absolut schlechter Ratgeber. Also wenn du dich von deiner Angst beraten lässt, dann kriegst du immer noch mehr Angst. Ja? Und wo die Angst ist, da liegt der Weg. Also eigentlich da, wo du deine größte Angst hast, da solltest du eigentlich hinschauen, da solltest du eigentlich weitergehen. Wenn du Angst hast, dann ist es normalerweise so, dass dir irgendeine Information fehlt. Ja? Und dann bist du verunsichert und weißt nicht, wie der Weg geht. Und aus diesem Weg raus gibt es verschiedene Möglichkeiten. Eine sieht man schon auf der Karte. Man sieht hier so einen ganz, ganz, ganz kleinen Pfad hier auf der Karte. Das ist also praktisch der Weg raus. Ja, und der ist wirklich schmal. Aber dass ich den Weg hier rausfinde, also zwischen dem Wolf und dem Hund und dem Krebs oder Skorpion, der mich wieder nach unten ziehen will, in meine Ängste rein, in meine unbewussten Ängste, ja, dazu muss ich erst mein Ziel haben. Also zum Beispiel könnte das Ziel heißen, ich möchte frei sein. Ich möchte nicht mehr von dieser Angst geknechtet sein. Ja? Und dann braucht ihr nicht bei der Angst jetzt sofort, morgen muss alles besser sein, sondern bei der Angst heißt es immer Schritt für Schritt. Geh Schritt für Schritt den Weg der Angst weiter. Lass dich nicht beirren. Hol dir Informationen. Schau genau hin. Ist die Angst berechtigt oder nicht? Du hast doch einen Verstand. Ja? Jeder hat einen Verstand. Und dann nimmst du die Angst einfach auseinander und sagst dir, stimmt es wirklich zu 100%? Kann ich ganz, ganz, ganz sicher sein, dass, wenn die Angst mir das und das und das einflüstert, dass es tatsächlich passiert? Ist das wirklich so? Und du wirst sicher immer antworten, nein, es ist nicht zu 100.000% so. Also setz dich mit dem Thema auseinander. Ich habe jetzt einige Karten dazu erklärt aus der großen Arkana zu diesem Thema, warum immer ich. Und ihr seht schon, diese große Arkana, die hat es wirklich in sich. Das ist ja ein Jahrtausende altes Wissen. Ich finde das Wahnsinn, wie die Menschen schon vor Tausenden von Jahren genau die gleichen Themen hatten. Ja, die kannten auch den Teufel und die kannten auch die Angst und die kannten auch den Gehängten. Und ich finde, es ist so eine wertvolle Hilfe. Und bitte, 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 wenn ihr irgendein Problem habt, dann bleibt nicht einfach drin hängen, sondern versucht es zu lösen. Und wenn ihr nicht weiterkommt, dann holt euch einen Coach. Ja? Dann holt euch jemanden, der euch hilft. Deswegen sind die anderen Menschen da. Wenn ihr auch so richtig tief Karten legen lernen wollt, kommt doch in meine Kurse. Ich biete Online-Kurse an im 1:1-Coaching, wo ich also ganz genau auf dein, sagen wir mal, Bewusstheitsgrad eingehen kann, gerne auch mit dir zusammen in deinem Keller rumstöber, was da eigentlich los ist in deinem Unterbewussten. Ich gebe auch Kurse bei mir zu Hause, in meiner Praxis, ja, und natürlich gebe ich auch Beratungen. Also bitte, wenn du Hilfe brauchst, melde dich bei mir. Ansonsten danke ich dir fürs Zuschauen, würde mich über ein Like freuen und über ein Abo. Bis bald mal wieder.